diese Fuchshühnstaude haben wir vor ca. 3 Jahren hier angepflanzt. Jetzt will ich doch mal gucken, wie tief die Wurzel da muss hier raus. Weil das ja, man sieht deutlich, wie tief die gewurzelt hat. Jetzt ist es aber locker. Und ich werde sie gleich rausbekommen. Man sieht die langen Wurzeln, dicken Wurzeln. Ja, wie tief war sie drin? 50 cm etwa. Und man erkennt eben daran, dass eine winterharte Fuchsenstaude deshalb winterhart ist, weil sie so tief wurzelt. Das wird jetzt abgewaschen, dann gucke ich mir die Wurzeln an und dann pflanze ich die sehen und weiter woanders ins Freiland. Oder ich setze sie in Töpfe und verschenke sie oder verkaufe sie. Ich stehe jetzt hier neben unserer Außenpflanztische und werde mal sehen, was ich mit dieser Pflanze jetzt anfangen kann. Ich habe die im Wasser gehabt, dadurch ist die Erde von den Wurzeln ab. Man sieht ziemlich gut, wie man sie auseinandernehmen kann. Immer vorsichtig, dass man die Wurzel nicht zu sehr beschädigt. Eigentlich könnte man die jetzt alle, die so einzeln sind, auch einzeln auspflanzen. Die, wo jetzt die Wurzeln abgebrochen sind, wie bei anderen Stauden auch, schneidet man sie einfach gerade ab, dass die Wurzeln nicht faulen. Auch die abgerissenen Spitzen abschneiden. Schon gut. Und dann werden sie in vorbereitete Töpfe gesetzt. Die müssen auch relativ hoch sein, damit die Wurzeln auch da drin verschwinden. So macht man aus einer großen Staude mehrere kleine. So, und diese dicke alte Wurzel, die wird einfach abgeschnitten. In dem Fall ganz kurz schneiden und die lasse ich so wie es ist, wird so wieder ausgepflanzt. So, ich habe jetzt mal das hier vorbereitet. Die Pflanzen habe ich gewässert, sauber gemacht, habe sie die Wurzeln zurückgeschnitten und auch oben diese alten Triebe aus dem vergangenen Jahr zurückgeschnitten. Ja, und dieser sieht man mal ziemlich deutlich, das ist zu erkennen, ja, wo die Neutriebe herauskommen. Das ist alles der unterirdische Teil der ehemaligen Pflanze. An der hier ist es vielleicht noch ein bisschen besser zu erkennen. So, und die werden jetzt einfach in vorbereitete Töpfchen gesteckt, in die sehr, für uns sehr bewährte Ständererde gesetzt. So, einfach die Pflanzen hinein. Immer vorsichtig, dass man die Wurzeln nicht nochmal beschädigt und vor allen Dingen die Neuaustriebe nicht abbricht. Die werden sich sehr, sehr schnell in dieser Erde erholen. Yeah.
Balkon. Für die ältesten Pflanzen, etwas eher klein. Die langen Wurzeln. Die passen gerade so in diesen neuen Topf. Gut auch an dieser Ständererde ist, die ist ganz leicht vorgedüngt, so dass man die nächsten 2-3 Wochen überhaupt keine Pflanze düngen muss. Diese Winterharten hier, die dünge ich erst nach 4 Wochen, 6 Wochen. Auf diese Weise habe ich jetzt eine ältere Fuchschenstaude, die 3 Jahre ausgepflanzt war, allerdings auch schon älter ist, sie war 3 Jahre an der Stelle vorher woanders. So habe ich diese Pflanze sozusagen verjüngt, sie wird jetzt noch angegossen und sie wird so einfach auf einen erstmal halbschattigen Platz gestellt, dass sie jetzt wieder neue Wurzeln bilden kann. Wenn die Fuchsie Wurzeln gebildet hat, kann sie direkt so wieder ins Freiland gesetzt werden. Was noch zu erwähnen wäre, man hätte natürlich diesen Staude auch sofort wieder ins Freiland setzen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Nur hätte man sie die etwas tiefer gesetzt, damit sie besser wurzeln. Die Triebe, die hier so innerhalb von einer kurzen Zeit, innerhalb von einer Stunde die Köpfe hängen lassen, die werden sich wieder aufrichten. Man kann sie allerdings auch, was vielleicht sogar besser ist, oben einfach abschneiden und als Stecklinge verwenden. Die werden dann nach dem Schneiden in Wasser gelegt und eine Viertelstunde später gesteckt. Die Triebe hier werden sich dadurch besser aufrichten, neu verzweigen,